Till we find the music we can drum to. It's a pointless movement we can be part of. It's 6 in the morning and we're still full of love. Only light on a price with fashionable drugs, margaritas and ice cream. Every day loves tomorrow, but tomorrow is gone. So we become DJs, keep on turning us around. I know exactly how you feel with the dirt on your hands. By yourself, I'm a dedicated human mind. Musik, ich lebe. Und Leben ist Musik. Wenn du ein Mensch bist, der sich ganz viel überlegt, dann wirst du das auch in der Musik wiederfinden, dann wird sich das so anhören. Wenn du ein Mensch bist, der viel träumt, dann wird sich deine Musik so anhören. Eine schöne Analogie zwischen Musik und Leben ist ja auch, dass es wichtig ist, dass du in der Musik, wie auch im Leben, dich selber bist und nicht versuchst, das Künstler. Ich finde, das ist immer der ultimative Ansatz, den man muss haben an die Musik haben, dass man sagt, ich mache nichts, wie ich es fühle und wie ich es machen möchte. Sobald ein Moment lang überlegst, wie du wirken willst, merkt man das nachher sehr mit mir. Die zweite Hälfte von meiner Kommunikation eigentlich. Es gibt so die Sachen, die ich sagen kann oder sonst ausleben kann. Und dann gibt es einen grossen Teil von Zeugen, die ich muss mitteilen oder einfach raushaben, wo nur mit Musik geht. Kreativität heisst für mich, du musst einfach etwas rauslassen, sonst explodierst. Das ist einfach so ein Machen. Etwas sehr entspannend eigentlich, wie aufs Wetter gehen. Wir sind mega Künstler, alle zusammen. Das ist etwas sehr Wertvolles. Ich habe meinen Schlagzeuger gezeichnet. Das ist der Bida. Der Reis hat viel strammere Wedli, als man denkt. Ich habe das letzte Mal gesehen. Er hat einen neuen Sommerstyle kreiert, wo das zur Geltung kommt. Hast ja, ich habe lange getüftelt, ja. Wann war der Punkt, wo ihr euch erwachsen gefühlt habt zum ersten Mal? Schwierige Frage. Das ist ein schleichender Prozess. Es gibt nicht den Moment, wo du sagst, ah, geil, heute Morgen bin ich aufgestanden und merke, jetzt bin ich erwachsen. Ja, aber es gibt doch, ich habe doch in den letzten Jahren so, einfach so Sachen gemerkt, wo ich gemerkt habe, das hätte ich jetzt noch nicht gemacht, früher. Und das finde ich jetzt aber auch viel lässiger. Zum Beispiel Einkaufslisten schreiben. Und ich glaube, also auch wenn ich mit Leuten umgehe, gerade mit Kollegen, geht man respektvoller um. Im Teenageralter hat man gerne einmal noch einfach so ein gesagt, ah, du hure Wichser. Heute sage ich, du bist ein Toller. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Du darfst. Kann man Shampoo benutzen, wenn man keine Duschmittel hat? Ja. Was ist genau der Unterschied? Beim Shampoo ist garantiert, dass es genug schäumt. Also geil. Und das heisst? Das heisst, Shampoo kannst du für alles brauchen, umgekehrt ist manchmal schwierig. Was passiert, wenn man eine Pflanze mit Milch gießt? Hey, die andere. Es geht. Also die eine Pflanze hat ja eh schon Milch drin, so eine Heublume, wie heisst sie? Löwenzahn. Dort würde jetzt die Milch im Löwenzahn drin. Die anderen. Also die, was ist Milch? Kuhmilch. Nicht akzeptieren, je nachdem. Würde das so die Milch abstoßen, die du gibst, nicht annehmen. Und dann wird das zu der Erde aus. Das müsste schäumen. Das müsste schäumen. Das müsste. Ja, es gibt eine Art Streitgespräch zwischen. Zwei Milchen. Und nachher eine Pflanze. Die Pflanze wird in diesem Prozess völlig ignoriert. Und läuft nachher beleidigt. Was passiert nach dem Tod? Was ich mir immer gewünscht habe, als ich ein kleines Kind war, dass wenn ich mal sterbe, dass ich dann irgendwie noch Statistiken zu meinem Leben geliefert bekomme. Mhm. Das wäre viel zu geil. Mhm. Dass man alles, was man im Leben nicht herausfinden kann, bekommt. Das vielleicht auch, aber ich meine mehr, wie lange hast du geschlafen in deinem Leben? Wie viel Rüebli hast du gegessen?
Was? Weißt du, Statistiken? Mhm. Einfach so quasi ein Memory. Wie würdest du es bekommen? Ich glaube mündlich. Von Gott. Von persönlich. Petrus Gott. Vielleicht sieht das dass ich echt beliebig aus. Also man kann sich dort zusammenstellen aus seinen Lieblings- wie so ein Clubmensch, oder? Er hat den Kopf von Stevie Wonder und den Oberkörper von der Pamela Anderson. Er verliest du die letzte Statistik. Haben die noch andere Fähigkeiten, so, die überhaupt nicht bringen? Ich kann alle Busstationen von der Linie 1 bis 4 in der Stadt tun, aufzählen. Ich kann alle Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee nachmachen. Die sie hupen. Sind sie haben verschiedene Hupen? Die haben verschiedene Pitches. Okay. Ja. Das heisst, du hast absolut gehört. Genau. Und jetzt hat es ein Neues gegeben. Ein grosses. Ich weiss aber gar nicht, was das heisst. Und das tut das eisgestrichelte Fiss hupen. Das ist gut. Das eisgestrichelte. Square Wave. Mit ein bisschen Ringmodulator. Ja, das ist witzig. Dann hast du 7 Samples lang der pure Horror. Der weiße Ochs, der goldene Ochs. Jackson, was da blanken vom Horror? Hat mich schon immer fasziniert. Seit wann haben wir den? Da! Entschuldigung, bist du Johann Lennon? Look. Ja. Das ist so eine kannibalische Art von Pilz. Die fangen da vorne an
und tun das so. Aber eigentlich ziehen sie so ihre Schläuche bis dorthin. Ja, genau, das sind dann geht dann das Ross dort anzapfen. Schade, Felix, du hast es heute operiert. Ging gut. Ja. Nein, es ist gut gegangen. Letzte Freize im Folge. Wie weit rum gibt es eigentlich Folge?